Jetzt geht's endlich wieder los. Jawohl, wir fahren ein paar Tage in den Schwarzwald und treffen uns da mit Freunden und mal schauen, wie das jetzt alles wird. Jawohl, und noch ein paar zusätzliche Episoden gibt es natürlich auch. Mal schauen. Jetzt gehen wir, fahren wir erst mal los. Genau. Nach ein paar Wochen schöpferischer Pause melden wir uns wieder zurück. Wieder einmal wollen wir in den Schwarzwald fahren, aber unser erstes Ziel ist ein Baumwipfelpfad im nördlichen Schwarzwald. Dann geht es, wie schon so oft, Richtung Hornis Grinde, also nach Sasbachwalden. Hier ist unser Plan, die Funktion von meinem neuen Knie auszuprobieren. Zum guten Schluss gibt es noch ein paar Informationen zu einem von uns besuchten Kochkurs, bei dem wir auch wieder viel gelernt haben. Wir hoffen, ein unterhaltsames Video zusammengestellt zu haben und wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Und mit einer Enttäuschung fangen wir gleich an. Was soll man jetzt sagen? Enttäuschung im Schwarzwald. Jetzt wollten wir einen Baumwipfelpfad laufen und fahren hier hoch. Das war ein ziemlich steiler Weg sogar. Steil und auch relativ lang. Und dann sage ich noch zum Helle, wenn wir jetzt nur Pech haben, ist hier nur Parkplatz für PKWs. Und was soll ich euch sagen? Nur Parkplatz für PKW. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Das ist Bad Wildbad, ja. Die wollen Gäste hier anziehen, bieten zwar 3 Wohnmobilstellplätze an, von denen ich gelesen habe, dass es alles Drecklöcher sind, für 15 Euro total überteuert, haben mehrere geschrieben. Und jetzt kommen wir an den Parkplatz für den Baumwipfelpfad. Jetzt haben wir hier diese Schilder, finden wir davor. Ja, es ist unglaublich, das hätte man ja unten anschreiben können, Ossi, oder? Was ja, sagst du? Das würde ich aber auch sagen, jetzt fahren wir da hoch und stehen hier vor der Schranke. Also das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen. Und es ist auch keine gute Werbung für den Baumwipfelpfad. Ich meine, das könnte man wirklich unter anschreiben, ja, dass keine Wohnmobile erwünscht sind. Und ja, eigentlich nur bis 2,8 Tonnen. Ist egal. Ja, das ist kommt doch, ja, wenn ihr jetzt einen Kastenwagen fahrt mit 3,5 Tonnen, dann könnt ihr sagen, ich gelte ja als BKW. Das stimmt, aber hier ist nur BKW bis 2,8 Tonnen. Also man muss hier auf den von anderen so definierten Drecksloch-Parkplatz, Stellplatz gehen für 15 Euro. Ansonsten hat man hier ja keine dann Chance. Hochlaufen irgendwie. Ja, und ich dann hochlaufen. Jetzt nicht, wie man sonst da hochkommt. Ja, für uns ist es auf jeden Fall gegessen. Jawohl, leider können wir jetzt nicht auf dem Baumwipfelpfad. Der hätte uns jetzt sehr interessiert, weil der sieht nämlich sehr interessant aus. Aber die wollen uns hier nicht haben, okay? Dann kriegst du uns auch nicht. Nö, jetzt sind wir beleidigt, gell? Nein, beleidigt sind wir nicht. Stinksauer sind wir. Okay, ja. Jetzt schauen wir einfach mal, wo wir jetzt ansonsten hinfahren. Und naja. Bleibt einfach sitzen, wir fahren weiter. Ja, genau. Ich steige jetzt trotzdem schnell aus, mache ein Foto. Wie wir im Nachhinein recherchiert haben, kann man wohl vom Tal bzw. von Bad Wildbad aus mit der Sommerbergbahn direkt an den Baumwipfelpfad fahren. Wir zogen es allerdings vor, weiterzufahren und hatten schon vorher von einem Hochmoor ganz in der Nähe gelesen. Das hörte sich ja auch interessant an. Auf den vielen Parkplätzen rund um das Wandergebiet in Kaltenbronn gab es leider ebenfalls Parkbeschränkungen für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen, was sehr schade ist. Ob das für den Tourismus förderlich ist, muss der Verband selbst wissen. Wir fanden auf jeden Fall einen Platz für unseren Gustl und bereiteten unsere Wanderung in das Hochmoor vor. Also wir sind jetzt weitergefahren und statt Baumwipfelpfad machen wir jetzt eine kleine Wanderung und zwar in Kaltenbronn. Genau, da gibt es nämlich ein Moor.
Ein Hochmoor. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Jawohl. Und was braucht man zu einer Wanderung? Eine gut gelaunte Mitwanderpartnerin. Oder Mitwanderpartner. Jawohl. Ein paar ordentliches Paar Schuh und auch ein paar ordentliche Wanderstrümpfe. Und vor allen Dingen braucht man ein sauber operiertes Knie von der Arus-Klinik in Heidelberg. Ja, danke an den Herrn Professor Schmidt. War nicht ganz billig, aber funktioniert wunderbar. Und das wollen wir jetzt mal bei einer kleinen Wanderung ausprobieren. Genau. So, ob wir richtig anzogen sind, das wissen wir nicht. Wir laufen auf jeden Fall los. Obwohl hier oben eine schwarze Wolke ist. Ja, aber das kann doch einen richtigen Wanderer nicht verschrecken. Nee, zumal wir jetzt keine Regensachen mitnehmen. Ja, man muss sich ein bisschen informieren, was hier so abgeht in dem Moor. Das ist übrigens schon ganz schön alt. Gott sei Dank steht da, dass man keine Abfälle zurücklassen darf, sonst hätte ich jetzt da alles reingeschmissen. Ja, das glauben wir, gell? Ja. Also das Moor gibt es jetzt schon seit der letzten Eiszeit. Und jetzt ist es schon ganz schön hochgewachsen. Ja, und jetzt laufen wir noch ein Stückchen weiter. Und tief ist es vor allen Dingen. Also nicht von den Wegen abweichen. Josi? Machen wir natürlich nicht. Und Vertrauen in den Partner, ne, dass man reingeschubst wird. Ja, also. Weiß man nie. Also Ossi, wenn man in Bad Wildbad ist, wo geht man nicht zu baden? Da geht man nicht an den Wildsee, der ist nämlich im Wildseemoor. Genau, und da sollte man nicht baden gehen, also Badenverbot steht nicht, aber man darf nicht von den Wegen runtergehen. Naja, wer geht schon gerne im Moor baden? Ich auch nicht. Nein, aber es ist schön hier zu laufen, alles so auf Bohle. Und ja, wir haben ganz viele kleine Eidechse gesehen. Und viele Menschen waren auch hier. Ja, das ist halt leider so. Ist aber trotzdem schön. Also ja, das ist ein tolles Ausflugsgebiet. Und sehr ruhig. Im Moment sind wir, glaube ich, die Lauteste. Ja, die anderen genießen, die schweigen und genießen. Jo. Und machen wir jetzt auch. Wollte ich gerade sagen, machen wir jetzt auch, ja. So, das war jetzt eine richtig schöne Wanderung in Kaltenbronn. Im Schwarzwald. Ja, ganz toll. Also können wir sehr empfehlen. Sehr ruhig und das Moorgebiet ist auch sehr interessant. Es gibt sogar einen Rundweg, den wir jetzt allerdings nicht gelaufen sind. Nein. Aber es gibt hier mehrere Wege im Wald. Ja, ganz viele. So, wir müssen leider weiter.
Was heißt ja leider? Gerne. Genau. Der Platz, an dem wir gestanden sind, hätte sich zwar auch zur Übernachtung angeboten, aber wir haben für den nächsten Tag schon wieder eine kleine Wanderung geplant und da zogen wir es vor, direkt zu unserem nächsten Ziel, nämlich Sasbachwalden, weiterzufahren. Hier sind wir öfters und wollen endlich am nächsten Morgen die Wanderung Schnapsbrunnenweg durchziehen. So, und während schon unsere Bäume, unsere Füße ausbaumeln. Ja, obwohl wir noch gar nicht weit gelaufen sind. Aber der Schweiß läuft uns schon runter. Ja, es ist heute natürlich ein etwas warmer Tag. Und ja, wir sind jetzt in Sasbachwalden und sitzen jetzt hier im Kurpark. Auf der Baumelbank. Auf der Baumelbank. Und lassen die Füße nochmal ausbaumeln, bevor jetzt nämlich unsere Wanderung erst richtig losgeht. Aber war jetzt schon steil. Jetzt wird es noch steiler. Ja, wir sind hier im Schwarzwald und nicht irgendwo am Meer, wo alles eben ist. Also, dann schauen wir doch mal, was wir sehen. Auf jeden Fall kommen wir mal an Wasserfälle vorbei. Ja, dann seid doch mal gespannt. Ja, wir sind es selber. Also. Also beim Navi ist immer der Ton aus bei uns, weil ich das nicht brauchen kann, von zwei Frauen reingeredet zu werden. Jetzt sind wir mit Komoot losgelaufen und da habe ich auch eine Frauenstimme im Ohr, ja. Und wenn man mit zwei Frauen unterwegs ist, dann sagt die von Komoot, sagt links rum und meine Frau neben mir sagt rechts rum. Jetzt komm ins Zwiespalt. Nein, weil der Wegweiser eindeutig rechts rum geht, weil ich nämlich zu diesen Wasserfällen möchte. Ich komme nicht ins Zwiespalt, ich mache das, was meine angetraute Ehefrau sagt und die von Komoot habe ich ausgeschalten. Gute Entscheidung. Das ist für meinen Seelenfrieden so. Nicht nur für das, auch für den Weg. Auch für den weiteren Tagesverlauf ist es besser. Gibt immer auch recht, oder? Ich meine, der Unterwahrschild. Landschaftlich sehr schön. Und ich liebe Menschen mit Führungsqualitäten. Die sagen, wo es lang geht und dann steht man vor einem abgeschlossenen Weg. Frau Führerin, wie gehen wir jetzt weiter? Jetzt gehen wir einfach da hoch, weil da müssen wir nämlich eh durch hoch. Weinberg durch. Ich glaube, das mache ich nicht. Nee. Warum? Ich gehe durch die Absperrung durch. Wieso? Ja, durch den Weinberg, ich gehe da nicht hoch. Ist abgesperrt. Das seht ihr jetzt nicht, wie steil das ist. Vielleicht kommt ein wilder Stier. Da hätte ich mich nicht einmal mit Ski runterfahren trauen, so steil ist das. Wenn du so gut Skifahren kannst. Sehr gut. Konnte ich mal. In Gedanken. Ja. 11 Minuten, guck. Also, geradeaus weiter. Ja, aber da ist abgesperrt. Nicht mehr lange. Also unten durch. Halt. Warte mal, halt. Sasbach. Ein Moment, ich muss ja erst den Wasserfall wieder ein. Ratlos in Sasbachwalden. Was? Man sagt hier Saschwalle. Mal schauen, wo wir rauskommen. Also, Google Maps sagt 15 Minuten hier bis. Weiter, geradeaus. Ja, und das also, geradeaus, unten durch. Durch geht's, Ossi. Das nächste Mal höre ich auf die Dame von Komoot. Ich glaube, da fahre ich besser. Das wird auch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, was ein Weinbauer schafft. Ein Stück habe ich schon.
Die Uhr sehe ich ja voraus. Ich habe ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Doch. Also Winzerschaft, das schaffen wir auch. Wird auch gelacht, oder? Ja, ist anstrengend. Ja. Und jetzt guck mal. Ich glaube, da gehen wir durch, oder? Wenn andere durchgehen, gehen wir auch durch. Ja. Uns tun sie erst recht nichts. Eben. Weil sie wissen, von uns werden sie verspeist. Vegetarier, vorsichtig sein. Also wir probieren jetzt unser Glück. Und wenn ihr dieses Video seht, dann haben wir es geschafft. Und ich würde jetzt sagen, dieser Weg da hoch, das wäre schon mal einen Daumen hoch. Dankeschön. So, wir sind ja am Schnapsbrunnenweg. Da gibt es Schnäpsle. Ja, und nicht im Glas, sondern da gibt es gleich ein kleine Fläschle. Und jetzt schaue ich mal, vielleicht ist was dabei, was mir mundet. Ich kaufe mir lieber eine ganze Flasche, als ein kleines Fläschle für 2 Euro. Und trinken tun wir jetzt eh nichts. Nee, jetzt trinken wir nicht. Es ist zu heiß und außerdem noch am Morgen. Eben, ein wenig Vernunft gehört auch zum Leben dazu. Aber die Ursi ist sehr begeistert. Kirschlikör. Williamslikör. Kirschwasser mit Frucht. Kirschwasser. Ja, das passt natürlich zum Schwarzwald. Und Himbeerlikör. Ich glaube, wir machen eine kleine Pause und ich überlege es mir. Kirschwasser. Okay.
erledigt. Hast du bezahlt? Jawohl. Nicht, dass wir wieder geschimpft werden. Nein, Kirschwasser. Unbezahlt. Unbezahlt. Logo. So, jetzt sind wir beim Bildstöckl angekommen. Und beim Bildstöckl, da waren wir schon öfters. Einmal mit dem Fahrrad und da haben wir auch schon öfters erklärt, warum das alles Aldegott heißt. Hier ist die Legende vom Aldegott. Haben wir auch schon gezeigt in einem Video von Sasbach-Walden. Wir erklären jetzt nichts mehr. Wir machen eine Pause und beenden dann langsam die Tour. Und der Fazit sind wir beim Gustl. Das können wir doch gleich hier machen, oder? Die Ursi meint, wir können das gleich hier machen. Habt ihr noch ein wenig Zeit? So viel gibt es hier nicht zum Fazit machen. Also Ursi, wer war schuld, dass wir uns verlaufen haben? Ach. Kommod. Die Schuldfrage ist bei uns immer gleich geklärt. Aber ich war es nicht diesmal. Es gibt keine Schuld oder Nichtschuld. Wir haben unsere eigene Tour ein bisschen gemacht. Wir sind den Wasserfall hochgelaufen. Und Fatima-Grotte haben wir ausgelassen. Und ja, weil da waren wir ja schon. Am Schnapsbrunnen waren wir. Schnaps haben wir mitgenommen, aber nicht getrunken. Aber das könnt ihr euch auch, wenn ihr das noch mehr sehen wollt, wirklich anschauen. Wir haben sowas schon mal gezeigt. Ja, und das war jetzt heute ein wunderschöner Tag. Jetzt kommen dann noch Freunde von uns und da sind wir dann privat unterwegs wahrscheinlich. Morgen haben wir noch eine Veranstaltung, da zeigen wir dann noch mal was davon. Ja, unsere Freunde kennen da ja auch. Ja, Bernd und Claudia von Remektro. Genau. Jetzt kommt noch ein Gourmet-Kochkurs. Cucina Italiana. Genau. Und Helle kocht. Auch. Versucht's. Gespeist und viel gelernt hat sich gelohnt. Es lohnt sich eigentlich immer, ja, einen Kochkurs zu belegen. Ist echt interessant und ganz toll und vor allen Dingen so lecker. Wieder einmal haben wir einen gelungenen Aufenthalt im Schwarzwald erlebt. Wir haben diesmal sehr viele Zuschauer unseres Kanals getroffen, was uns auch sehr gefreut hat. Wir grüßen alle nochmals recht herzlich und bedanken uns für die freundlichen Gespräche. Jetzt geht es kurz nach Hause und bald planen wir unsere nächste Tour. Schön, dass ihr uns wieder begleitet habt. Alles Gute und bleibt gesund.